Hallo und guten Tag zu dieser Online-Vorlesung im Goethe-Institut zum und mit dem Werk von Yoko Tawada. Bonjour et bienvenue à cette lecture autour de l'autrice Yoko Tawada. Je suis Juliette. Und ich bin Charlotte und wir werden diese Vorlesung heute auf Deutsch und auf Französisch abhalten. Es wird also, egal ob Sie nur eine Sprache sprechen oder vielleicht auch beide Sprachen sprechen, auf jeden Fall was für Sie dabei sein. Bleiben Sie also dran. Nous allons lire en français et en allemand, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Vous pourrez de toute façon comprendre la plupart de nos interventions. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la BIFA, la bibliothèque franco-allemande de l'Université Bordeaux-Montaigne, au sein du Goethe-Institut. Pour les plus perspicaces, vous aurez remarqué que derrière nous se trouvent de nouveaux meubles, qui sont, et la table également, qui sont du designer allemand Axel Kufus. Et vous verrez plus tard aussi, les luminaires en forme de livre sont du designer Bernard Desecca. Pour voir cette transformation en live, si vous voulez, vous pouvez venir nous voir les mardis et jeudis après-midi sur rendez-vous, ou vous pourrez aussi emprunter des livres ou réserver une place de travail. Mais nous nous égarons, nous sommes là aujourd'hui pour parler de Yoko Tawada. Charlotte, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur cette autrice? Qui est-elle? Bien sûr, ich spreche jetzt also über Yoko Tawada. Sie wurde in Tokio in Japan geboren, lebt aber seit fast 40 Jahren in Deutschland. Sie schreibt sowohl in japanischer als auch in deutscher Sprache und ihre Werke wurden in zahlreiche Sprachen ebenfalls übersetzt. Hier sind einige der Werke auch auf Französisch zu sehen. Diese französischen Übersetzungen wurden von Bernard Banoun durchgeführt. Er ist Professor für deutsche Literatur an der Paris-Sorbonne. Yoko Tawada est donc une auteure germano-japonaise qui a reçu de nombreux prix et de nombreuses distinctions, notamment pour la promotion de la langue et de la culture allemande à l'étranger. Et en 2016, par exemple, elle a reçu le Kleist-Preis pour son engagement en faveur de la promotion des échanges internationaux. Elle a fait plus de 1000 lectures dans le monde et elle est très très active et très présente en ligne ou en lecture. Mais ce qui intéresse certainement nos auditeurs, c'est aussi de savoir pourquoi avons-nous choisi Yoko Tawada. Warum haben wir für dieses Online-Format hier und heute also Yoko Tawada ausgesucht? Die Wahl ist eigentlich gar nicht so abwegig, denn ihr Werk ist auf vielfältige Weise mit Frankreich verbunden, sogar im ganz Speziellen mit Bordeaux, mit unserer Stadt hier. Sie war bereits für zahlreiche Lesungen in Bordeaux und im Jahr 2006 hat sie auch mehrere Wochen in der Stadt verbracht, in der Schriftstellerresidenz des ALCA, die im Rahmen der Regionenkooperation zwischen Hessen und Nouvelle-Aquitaine stattfindet. Außerdem möchten wir heute anlässlich des Deutsch-Französischen Tages, der am 22. Januar ist, uns mit kultureller Vielfalt beschäftigen. Wir möchten aber auch über diese besondere deutsch-französische Freundschaft hinausblicken und auf andere Länder und kulturübergreifende Beziehungen und Ideen sprechen. Tawada ist hier also interessant, weil sie selbst sich mit einer fremden Sprache, mit dem Deutschen, auseinandersetzt und uns allen dadurch eine neue Sichtweise auf Austausch in ganz vielfältiger Weise bietet. Nous vous présentons aujourd'hui cette autrice Yoko Tawada à l'occasion de la journée franco-allemande qui a lieu le 22 janvier et pour mettre en avant l'amitié franco-allemande qui fait figure d'exception dans le monde. Les échanges et les réflexions sur les cultures partenaires n'ont fait que renforcer cette amitié franco-allemande. Et à nos yeux, Yoko Tawada est un très bon exemple des possibilités d'ouverture de ce champ franco-allemand sur d'autres cultures et d'autres langues, des cultures étrangères. Parce qu'en effet, son concept littéraire, c'est de s'approprier une langue étrangère et de l'utiliser pour aborder de nombreux sujets, notamment l'écriture, le fait d'être écrivain, l'identité, les frontières et leur signification. Et elle le fait souvent avec une pointe d'ironie, mais toujours avec ce jeu sur le langage. Wir sehen hier also, dass Tawada sich beim Schreiben in einem ständigen Transit befindet. Sie oszilliert zwischen Prosa und Lyrik,
zwischen zwei oder mehr Sprachen, sogar zwischen Realität und Fiktion. Und dabei überwindet sie ständig Grenzen, seien es geografische, sprachliche oder auch mentale Grenzen. Ich selbst konnte für mich auf quasi jeder Seite eine neue Erkenntnis gewinnen. Donc cette autrice a une œuvre particulièrement variée puisqu'elle écrit à la fois de la poésie, de la prose, des pièces de théâtre, des essais et elle mêle souvent ces genres différents dans une même œuvre. Aujourd'hui, pour ce format vidéo, nous avons choisi trois textes très différents qui vous permettront d'apprécier la palette littéraire de Yoko Tawada et de découvrir son univers. Et Charlotte va commencer avec la lecture d'un essai littéraire issu de l'ouvrage Akzentfrei. Genau, Akzentfrei ist ein Sammelband, in dem Yoko Tawada verschiedene Beobachtungen aufschreibt. Beobachtungen über Sprachen, aber auch über das Leben zwischen zwei oder mehr Kulturen. Und das Essay, aus dem ich vorlesen werde, heißt Akzent. Akzent. Der Akzent ist das Gesicht der gesprochenen Sprache. Seine Augen glänzen wie der Baikalsee oder wie das Schwarze Meer oder wie ein anderes Wasser, je nachdem, wer gerade spricht. Die Augen meiner Sprache enthalten Wasser aus dem Pazifik, wo zahlreiche Vokale als Inseln schwimmen. Ohne sie würde ich ertrinken. Die deutsche Sprache bietet mir nicht genug Vokale. Lufthansa spreche ich Lufthansa aus, damit fast jeder Konsonant mit einem Vokal versorgt ist. Wo soll ich sonst hin mit meinen Gefühlen, die nur in den Vokalen zu Hause sind? Wie würde die Welt aussehen, wenn es nur Konsonanten gäbe? Sprechen Sie einfach K oder G aus und achten Sie darauf, wie sie auf Ihren Körper wirken. Sie klingen für mich nach einer Ablehnung, einer Abgrenzung oder nach einer leise gesprochenen Ausrede. Es ist mir unangenehm und ich versuche deshalb, diese Laute mit wenig Druck auszusprechen und nehme es in Kauf, dass mein japanischer Akzent dadurch verstärkt wird. Auch die expulsiven Konsonanten P und B bereiten mir Kopfschmerzen. Sie klingen verärgert, verachtend und abweisend. Ich ziehe es vor, beim Aussprechen dieser Konsonanten die Luft nach innen zu ziehen, damit sie nicht zu heftig explodieren. Probieren Sie es mal. P, B. Das verändert tatsächlich was. Es ist nicht meine Aufgabe, eine regionale Färbung, einen ausländischen Akzent, einen Soziolekt und einen Sprachfehler medizinischer Art voneinander zu unterscheiden. Stattdessen schlage ich vor, jede Abweichung als eine Chance für die Poesie wahrzunehmen. Es kommt mir komisch vor, dass ich von einer Abweichung spreche, denn ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt den Standard gibt. Im Sprachunterricht in Japan habe ich gelernt, dass das reinste Hochdeutsch in Hannover zu finden sei, und zwar auf einer Theaterbühne und nicht irgendwo auf der Straße. Aber es gibt keinen Menschen, der in einem Hannoveraner Theater geboren wurde und nie das Theatergebäude verlassen hat. Also gibt es keinen Menschen ohne Akzent. So wie es keinen Menschen ohne Falten im Gesicht gibt. Der Akzent ist das Gesicht der gesprochenen Sprache und ihre Falten um die Augen und in der Stirn zeichnen jede Sekunde eine neue Landschaft. Der Sprecher hat all diese fernen Landschaften durchlebt, mitgeprägt, vertont, mitgestaltet, ernährt, unterstützt, vielleicht auch zerstört. Und das zeigt sich in seiner Aussprache. Sein Akzent ist seine Autobiografie, die rückwirkend in die neue Sprache hineingeschrieben wird. Der Akzent ist eine großzügige Einladung zu einer Reise in die geografische und kulturelle Ferne. In einer modernen Großstadt muss man stets darauf gefasst sein, mitten in der Mittagspause auf eine Weltreise geschickt zu werden. Eine Kellnerin öffnet ihren Mund, schon bin ich unterwegs nach Moskau, nach Paris oder nach Istanbul. Die Mundhöhle der Kellnerin ist der Nachthimmel und darunter liegt ihre Zunge, die den eurasischen Kontinent verkörpert. Ihr Atemzug ist der Orient-Express. Ich steige ein. Wer mit Akzent spricht, fühlt sich zu Hause. Der Akzent ist seine Eigentumswohnung im wahren Sinne des Wortes, denn er ist sein Eigentum, das ihm selbst in der Zeit der Wirtschaftskrise nicht abhanden kommt.
Er trägt ihn immer mit sich im Mund und kann somit immer in den eigenen vier Wänden gemütlich seine Fremdsprache sprechen. Gäbe es keinen Akzent mehr, bestünde die Gefahr, dass man schnell vergisst, wie unterschiedlich die Menschen sind. Wollen wir heute Abend Fondue essen oder lieber Couscous? Das luxuriöse Problem des modernen Großstadtlebens, das man die Qual der Wahl nennt, kann man mit dem Einsatz des Akzentes schnell lösen. Wer mit Akzent spricht, kann mehr als eine Sprache gleichzeitig auf die Zunge legen. Ein Schweizerdeutsch mit arabischem Akzent kann zum Beispiel ein kulinarischer Ohrenschmaus sein. Es ist nicht mehr notwendig, sich für das Fondue oder für den Couscous zu entscheiden. Auch die einheimischen Zungen sprechen mit unterschiedlichem Akzent. Manche versuchen, ihn zu tilgen. Sonst hört man die peinlichen Lebensbedingungen, in denen sie aufgewachsen sind. Und welche Bedingung ist schon nicht peinlich? Ein Münchner hat einen Vater, der durch sein gnadenloses Bankgeschäft immer reicher wird. Und das ist für seinen Sohn, der Literatur studiert, äußerst peinlich. Eine Frau in Düsseldorf hat eine Mutter, die aus der Provinz stammte. Also nicht aus Düsseldorf, sondern aus einem richtigen Dorf. Und das fand die Tochter peinlich. Zu Unrecht. Aber man kann ihr nicht durch eine Moralpredigt ihr Schamgefühl nehmen. Zum Glück schaffen wir es nie, ganz ohne jeden Akzent zu sprechen. Sonst würde unsere Sprache farblos, angepasst, uninteressant, verklemmt, steif, ängstlich, monoton oder kalt klingen. Sie wäre dann nur noch ein verfaulter Überrest von dem, was die gesprochene Sprache sein kann. Und Juliette, ich muss sagen, nach der Lektüre von diesem Essay mag ich meinen deutschen Akzent, wenn ich Französisch spreche, noch viel mehr. Und vielleicht meinen französischen Akzent, wenn ich Deutsch spreche, auch viel mehr. Ja, genau. Ja. Ich werde jetzt, donc je vais lire maintenant un extrait de Le Sommeil d'Europe. Donc Le Sommeil d'Europe, c'est un tout petit livre, comme vous pouvez le voir, qui est très autobiographique et qui raconte l'arrivée de Yoko Tawada en Europe. Et notamment à Vienne, où elle a pu étudier la musique grâce à une bourse d'études. Au cours de ma troisième année d'études, une bourse pour Vienne fut proposée et je fus, par bonheur, l'unique candidate. À cause des informations télévisées, toujours éprises de sensationnelles, les Japonais avaient une image déformée de l'Europe. Soit c'était des bombes qui explosaient au beau milieu d'un concert, soit des néo-nazis qui attaquaient des étudiantes étrangères marchant en pleine rue avec leur étui à violon. Moi, je n'avais pas peur. Je ne croyais pas les médias. Surtout lorsqu'ils nous donnaient le sentiment que c'était chez nous que nous étions le plus en sécurité. En Europe aussi, les gens pensaient probablement qu'ils étaient le plus en sécurité chez eux. Mes sources d'information à moi étaient les partitions musicales et les romans de Stefan Zweig. Je reçus une longue liste des matières que je pourrais étudier à Vienne. Il n'était pas facile de faire un choix. Des domaines auxquels je n'avais jamais songé y étaient proposés, par exemple musique savante ou installation sonore. Mais soudain, un mot qui m'était familier, en tout cas comme mot, me sauta aux yeux. Composition. J'avais beau n'avoir aucune expérience, je n'eus désormais rien d'autre en tête qu'écrire ma propre musique. Mon voyage antérieur vers l'Europe commença dès l'instant où, m'étant inscrite à un cours d'allemand à Tokyo, j'ouvris le manuel. Prononcer l'alphabet autrement que pendant les cours d'anglais eut un effet libérateur. Mozart sonnait enfin comme Mozart, puisque je ne prononçais plus le Z comme dans zéro, mais comme dans pizza, donc plutôt à l'italienne et par conséquent à l'européenne. J'appris aussi à écrire SCH, CHE, et non plus SH, CHE. Impossible, sans cela, d'épeler correctement les noms de Schubert ou de Schönberg. Mon insolence juvénile me donnait l'illusion d'avoir parcouru déjà la moitié du chemin vers l'Europe. L'Autriche n'avait pas de roi, mais la ville n'en affichait pas moins ses façades altières et la présence massive de sa puissance royale. Il suffisait de la lumière du soleil pour que les bâtisses rayonnent de toute leur blancheur et que s'estompent les souvenirs rouges sang. Guerre sanglante, lien de sang plutôt qu'affinité élective, ou encore glaire sanguinolente dans la salive des phtisiques. Malgré ce passé ensanglanté, l'architecture n'avait pas une seule tache rouge et rayonnait de son éclat blanc. Plus belles étaient les proportions d'un immeuble, plus désert il semblait être.
Certains personnages s'étaient métamorphosés en colonnes et portaient les toits sur leurs épaules. Les ornements en forme de plantes grimpantes à feuilles dentelées ne voulaient plus se satisfaire de leur mission, qui était de décorer les embrasures des fenêtres. Ils voulaient pousser, fleurir, donner des fruits et surtout laisser là leur teint de plâtre blanc qui les faisait ressembler à des femmes trop poudrées. Le blanc, c'était la couleur de la crème fouettée sur un gâteau ou de la neige sur les Alpes. On aurait dit parfois qu'une de ces demeures patriciennes était sur le point de fondre, de se transformer en une avalanche de neige sous laquelle tout serait englouti. Mais un je ne sais quoi avait rendu la maison indestructible et l'a transportée de siècle en siècle. Peut-être était-ce la foi en la symétrie. J'aimais me promener le matin à l'intérieur du ring, le boulevard circulaire, pour me rendre ensuite à la vieille bâtisse où se tenaient la plupart des séminaires. Elle était située à l'extérieur du ring, mais à une moindre distance du centre que là où se situait mon appartement. Aucune condition formelle n'était posée pour la bourse et la manière dont je dépensais l'argent versé sur mon compte n'était pas contrôlée. Il n'y avait qu'une cour qui puisse montrer autant de munificence. Le gouvernement national parlait sans arrêt de réduire le nombre d'étrangers et de faire des économies dans le domaine de la culture. L'UE ne voulait soutenir financièrement que la jeunesse européenne. Je nommais mes invisibles bienfaiteurs les Habsbourg. Tant que je me promenais dans le centre-ville, à chacun de mes pas, ma colonne vertébrale se redressait davantage. L'architecture fascinait mon regard et rehaussait mon humeur. Durant le cours de composition, j'étais assise, le dos voûté et les yeux baissés. Je constatais bientôt que les autres futurs compositeurs étaient dotés de théories et de méthodes nouvelles. L'un évoquait son projet de disséquer Mozart, de l'apprêter, de le synchroniser ou le cloner. Tel autre prétendait composer d'après l'idée fondamentale de la théorie de la relativité, tandis qu'un troisième allait arpenter la forêt viennoise pour enregistrer le chant des oiseaux avec un engin du 19e siècle. Mon rêve naïf de composer se fracassait sur le sol dur. L'un des enseignants, voulant me motiver, me prodigua un conseil, lire Freud. Un autre me recommanda Hofmannsthal. Ce fut le premier hiver de ma vie où je n'entendis pas une seule note de Mozart. Assise dans mon appartement exigu, merveilleusement facile à chauffer, je lisais les livres empruntés à la bibliothèque. Je parvins à me concentrer chaque jour un peu plus sur la lecture, sans avoir mal à la tête. Au début, je ne lisais que 30 minutes, puis une heure. Puis, après une pause de 5 minutes, encore une heure. Pour finir, je ne fus jamais sans un livre à la main. Même quand de l'autre, je mangeais un œuf à la coque au petit déjeuner ou quand j'étais déjà couchée en pyjama. Mais un problème subsistait et difficile à résoudre. Entre moi et le texte se dressait, telle une grille, l'alphabet latin. Or, grâce à Hofmannsthal, j'étais capable de penser une langue absolument libre. Une telle langue serait limpide, riche en émotions. Elle n'aurait pas la moindre coloration dénotant une origine, ni surtout une odeur de nation. Mais à quoi bon songer à tout cela si les caractères alphabétiques étaient tels les barreaux d'une cage ? Quand ma chambre regorgeait de tant d'idées neuves que l'oxygène y manquait, je me réfugiais sous le toit du restaurant universitaire qui, bien sûr, proposait des plats à petit tarif. Ce que j'aimais particulièrement à Vienne, c'était le réfort et l'huile de pépins de courge. Quelques camarades de cours expansifs m'adressaient la parole, s'asseyaient à côté de moi et me demandaient comment j'allais. Mais je ne pouvais pas discuter avec eux de mon problème, car ils ne connaissaient pas, eux, d'autres systèmes graphiques que l'alphabet latin. Tous étaient des Habsbourg. Pas seulement les Autrichiens, mais aussi un étudiant de Budapest qui s'exprimait aussi impeccablement que Hofmannsthal écrivait, ainsi qu'une étudiante de Trieste dont l'arrière-grand-père était un violoncelliste viennois connu. Voilà. Donc vous avez pu voir que l'écriture de Yoko Tawada est très très poétique, même dans ses romans ou ses essais. Je vous laisse avec Charlotte pour la suite. Ja, ich denke, da können wir den Habsburgern danken, dass sie Yoko Tawada nach Wien für die Musik geschickt haben und sie dort dann die Literatur entdeckt hat. Sprechen wir von Literatur, das dritte Buch, aus dem wir heute vorlesen wollen, ist Schwager in Bordeaux. Es ist ein Roman von Yoko Tawada. Dort beschreibt sie das Leben von Yuna, einer japanischen Studentin, die eigentlich in Hamburg lebt und jetzt aber im Sommer die Möglichkeit hat, Französisch in Bordeaux zu lernen. Und ich werde daraus einige Auszüge vorlesen.
Ich werde ein bisschen im Buch hin und her springen, denn in diesem Buch geht es nicht nur um Bordeaux oder um Hamburg, sondern auch besonders viel um zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich glaube, um das alles gut zu verstehen, müssen Sie es ganz lesen. Aber ich habe trotzdem ein paar ganz nette Anekdoten rausgesucht, damit wir uns heute noch ein bisschen mit Bordeaux beschäftigen können. Juna erinnerte sich an den jungen Praktikanten der Bundesbahn in Hamburg mit seinem leuchtenden, lockigen Haar, der die Buchstabenreihe B-O-R-D-O in seinen Computer eingetippt hatte. Der Computer gab eine unflexible Antwort, Suchergebnis 0. Als er sie in einem bescheidenen Ton bat, den Ortsnamen zu buchstabieren, beugte sie sich über den Schalter und flüsterte, als wollte sie ihm ein Herzensgeheimnis verraten, B-O-E-R-D-E-A-U-X. Juna schrieb viele Städtenamen falsch, aber Bordeaux konnte sie schon immer richtig schreiben, da sie den Namen so gern mochte, besonders das X am Ende. Vielleicht auch die drei Buchstaben vor dem X, aber das war ihr noch nicht bewusst, als sie sich die Fahrkarte kaufte. Sie sprach leise, weil sie schon die ganze Zeit den feindlichen Blick des älteren Angestellten, der neben dem Jungen saß, auf sich spürte. Der Junge tippte den Stadtnamen dieses Mal richtig ein und der Computerdrucker spuckte eine Fahrkarte für die Reisende aus. Er bedankte sich bei Juna mit einem mädchenhaften Charme im Blick, während der ältere Mann auf Juna starrte wie ein Raubtier, das bereit war, Juna anzugreifen, um sein Revier zu verteidigen. Jetzt ist Juna in Bordeaux angekommen und sie sitzt in der Tram. Bald erschien ein Fluss auf der rechten Seite. Eine lange Brücke unterstrich den einen unsichtbaren Satz, der im Himmel geschrieben war. Das Wasser des Flusses hatte eine sandige, rötliche Farbe. Als Juna noch in Osaka lebte, glaubte sie, dass dieser Fluss Gallonen heißen würde. Wie viele Gallonen Wasser hat der Fluss? Während sie sich zusammen mit Freundinnen auf die Geografieprüfung vorbereitete, stellten sie sich gegenseitig diese Frage. Wie viel Gallonen? Sie fragte ohne Ende und genossen die Unmessbarkeit des großen Wassers. Juna sah auf ihrem weißen, viereckigen Teller nur noch einige kurze grüne Striche von Kräutern und winzige schwarze Kerne der Passionsfrucht. Juna wollte sagen, dass diese Frucht glitschig, aber erheiternd sauer gewesen war, wusste aber nicht, wie sie es auf Englisch sagen konnte. Deshalb sagte sie einfach Passion, Passion und versuchte dabei, dieses Wort so französisch wie möglich auszusprechen. Maurice' Gesicht strahlte. Er streckte seine Hand zu ihr aus, als ob er sie jetzt zum ersten Mal wahrnahm. Juna, welcome to Bordeaux. Er drückte ihre Hand und anschließend zündete er seine Zigarette an. Maurice rauchte seine Zigarette schnell zu Ende, hielt dann vier Finger vor Junas Augen und sagte, four important places in Bordeaux. The garden, the market, the utopia, and the water. Die englische Sprache zwang ihn, schlicht und klar zu sein. Dadurch bekam die Aufzählung seiner vier Elemente etwas Mystisches. Juna hielt den Atem an und hörte zu. Der dritte Ort, den Maurice erwähnte, war die Utopie. Juna kannte sie schon, denn sie kam in einem Roman, den Juna kürzlich gelesen hatte, vor. Der ungarische Autor beschrieb die Utopie in Bordeaux folgendermaßen. Utopia war ein Kinotheater, das früher eine Kirche gewesen war. In heißen Tagen saß ich in einem der abgekühlten dunklen Räumlichkeiten dieser Utopie und ließ mich von fremden Sprachen verführen. Die französische Übersetzung, die wie eine eifersüchtige Schlange am Fuß der Schauspielerinnen dahinkroch, störte mich kaum. Die Stimmen sprangen, auf und ab, manchmal blieben sie in der Ferne trocken, manchmal waren sie so nah und feucht, dass ich gleich mitheulen konnte. Ich vergaß, ob diese herrlichen Sprachen Koreanisch, Arabisch oder Persisch hießen. Ich lernte durch diese fremdsprachigen Stimmen eine große Palette von Gefühlen kennen, von denen ich sonst nicht einmal hätte träumen können.
Ich spreche 7 europäische Sprachen, aber das reicht bei weitem nicht aus, um mein eigenes Leben zu verstehen. Die alten Figuren von Maria und Jesus hingen noch neben der Leinwand. Sie schienen auf die neuere Religion, die Filmkultur heißt, nicht neidisch zu sein. In der Utopie war ich froh, dass der Menschheit viele Sprachen gegeben worden sind, anstelle einer einzigen gemeinsamen Sprache, mit der man nichts anfangen kann, außer vielleicht einen hohen Turm zu bauen. Und ein hoher Turm ist immer gefährlich. Mit diesem kleinen Abschnitt über die Kulturlandschaft von Bordeaux, über Bordeaux, möchten wir diese heutige Lesung beenden. Wir hoffen, es hat Ihnen gut gefallen. Wir freuen uns über jegliche Kommentare oder Ideen, Ihre Gedanken zu diesem Format, aber auch zum Inhalt von Yoko Tawadas Werk. Vielleicht haben Sie sogar Ideen zu einem anderen Autoren, den wir hier mal in dieser Form in Zukunft präsentieren könnten. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, sagen Sie Bescheid. Wir freuen uns, Sie bald wiederzusehen. Et si la découverte de Yoko Tawada vous a plu, n'hésitez pas à passer à la bibliothèque. Nous avons donc beaucoup d'ouvrages de cet auteur, en français, en allemand. N'hésitez pas à venir les emprunter. Et puis, nous espérons à bientôt. Ja, bis bald. Ciao.